Im heutigen Crafter-Deck-Video wollte ich eigentlich nur gechillt ein bisschen bauen, bis ich mitbekommen habe, dass Bastis Ei schon wieder geklaut und diesmal von Kroko in seinem Shop verkauft wurde. Und damit das Ei niemand anders kauft, haben wir unglaublich viele Dias dafür bezahlt, aber die Bezahlung in einer wahnsinnig krassen Schnitzeljagd für Kroko versteckt, die er erstmal lösen muss. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich frei gefüllt bin, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus, denn mir wurde was zugetragen. Der Chat hat mich schon die ganze Zeit darauf aufmerksam gemacht, aber nicht auf die Art und Weise, wie es eigentlich nämlich wirklich sein sollte. Und wir überprüfen jetzt eine Sache. Es stimmt wirklich. Ei. Das steht hier einfach rum. Nicht mal auf einem besonderen Sockel neben dem anderen Gerümpel. Ei. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir damit? 600 Diamanten für ein geklautes Drachenei. Crafter. Meister. Gas, Crafter. Ich habe ein gigantisch großes Problem. Wir haben ein gigantisch großes Problem. Und ich brauche deine Hilfe, das zu lösen. Du willst die größte Creeper-Farm auf dem Server bauen? Nein. Hä? Was sonst? Es ist wirklich, wirklich krass. Komm was mal zu dem Trödelladen. Du willst ihn sprengen? Vielleicht werde ich den jetzt gleich sprengen, ja. Hä? Du sagst es. Digga, Basti ist mit 2A. Digga, wie respektlos. Ja, weil er das geklaut hat wieder. Scheiße, jetzt ist die Frage. Das ist ja Diebesgut, was hier verkauft wird, weißt du? Das ist ja Hehlerei. Das hat ja hier nichts. Das ist ja kein Anstand hier, weißt du? Ja, komm. Ich kauf's. Nee, pass auf. Was machen wir? Wir können das jetzt einfach zurückklauen. Aha. Wofür wir das gute Recht hätten. Wofür wir das gute Recht hätten. Wir können es kaufen, aber wir verstecken unser Geld hinter einer Schnitzeljagd. Es wurde billiger! Was? Yippie! Hey, ja, easy! Unser Ding! Das man ist darf so ein bisschen... nicht aus Shops klauen? Na, wir schon. Naja, darf man aus anderen Basen klauen? Oh, nee, du willst eine Schnitzeljagd veranstalten. Wärst du down dafür? Wir kaufen die 12. auf dem Server. Und das Ei wurde auch schon zum 8. Mal geklaut. Das ist egal. Wir kaufen das Ei, aber jeden Tag den Kroko trödelt, den Preis einzuholen, werden es 100 Dias weniger. Heißt, er hat eine Woche Zeit im Endeffekt. Ja. Aber da müssen wir uns auch eine Schnitzeljagd ausdenken. Richtig, das machen wir jetzt. Das wird das Geile daran. Wie bezahlst du für das Ei? Ja. Wie viel fehlen jetzt noch? 24. Ja, komm, die mache ich rein. Mach rein, 24 Stück noch. Kannst du ganz kurz das Ei in diese Schalker hier machen? Weil du hast das Ding schon, ne? Du hast das Advancement schon. Ja. Ja, dann easy. Alter. Oh. Eingekauft! Die Dias müssen wir natürlich erstmal wieder mitnehmen. Die sind ja jetzt, also die dürfen ja erstmal nicht mehr hier drin bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bumm. Das sind unsere 600 Diamanten und die werden erstmal behalten. Wir legen den Kollegen hier erstmal ganz sicher in die Ender Chest, damit da nichts passiert. Ein Stack und 24. Das Payment, das wir an der Seite behalten. Und jetzt müssen wir uns das überlegen. Wir brauchen eine geile Schnitzeljagd mit vielen Sachen, die wir machen können. Und dabei überlegen wir uns jetzt die Rätsel. Und die muss Kroko dann lösen. Brainstorm gerade darüber, wo der Schatz. Wir müssen vom Ende nach hinten aus planen. Deswegen überlegen wir gerade, wo die Dias am Ende versteckt sein werden. Und die Leute haben mir jetzt gesagt, Kroko hat bei mir irgendwo eine Geheimbase in meiner Zuckerrohrfarm gebaut. Und dass ich, ob ich die schon gesehen und gefunden habe und sowas die ganze Zeit. Weiß nicht, wo genau und wo der Eingang dafür ist. Aber sonst könnten wir den Schatz am Ende da verstecken. Ich glaube, das wäre auch funny eigentlich, das da zu haben. Oh no, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Hier war irgendwo ein Ding. Alter, wie krass ist das denn? What? Alter. Ja, okay, das machen wir. Bro, auf jeden Fall, wir verstecken das hier drin. Man braucht normalerweise eine Angel, um hier reinzukommen. Alter, wie cool. Crazy. Ja, okay, das machen wir. Dann verstecken wir hier irgendwo. Wir verstecken hier irgendwo ein Buch oder sowas und dann legen wir hier am Ende unsere Dias rein. Alright, das wissen wir. Dann nehmen wir jetzt ein Video auf. Das ist nämlich der jetzige Plan. Wir nehmen ein YouTube-Video auf, das nicht gelistet ist. Und das YouTube-Video besteht ja aus einer ID, die es bei jedem Video praktisch gibt. Auch bei dem Video habt ihr oben so eine Video-ID. Aus dieser ID stellen wir ganz viele kleine Rätsel zusammen, damit Kroko die am Ende finden muss. Und in dem Video sagen wir ihm dann, dass dass der Schatz hier versteckt ist oder seine Bezahlung praktisch. Ist auch geil, weil ich sie dann immer easy direkt leer machen kann. Geil. Wir haben das Ende, aber wir arbeiten uns von hinten nach vorne, okay. Das heißt,
Das hier wird ein Gedicht, welches wir in dem Video, was herausfinden muss, vortragen. Und das führt ihn dann praktisch zum Schatz. Okay, es wird. Unter Weiden nah am Bach liegt versteckt, was Freude macht. Angel leise in der Hand führt zum Schatz im Wunderland. Süße Träume still und klar zeigen dir, das Versteck ist nah. Folge dem Flüstern zart und lind, dort wo Wasser und Blüten sind. Im Grün verborgen, still und sacht, hält das Versteck die Nacht. Suche dort, wo die Zeit verweilt und das Geheimnis sich offenbart und teilt. Und das sind so viele geile Sachen, die da irgendwie mit drin sind. Das ist full ChatGPT, aber man muss, um in dieses Ding hereinzukommen, schon mal eine Angel usen. Das heißt, wir sind hier in meiner Inner Sugarcane Farm. Man braucht irgendwie eine Angel, um hier reinzukommen. Er hat hier hinten dran diese Blüten, also die Dinger hier geplaced. You know, wegen Zuckerrohr und Zucker, süße Träume in der Mitte davon. Es sind so viele geile Sachen davon. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt versuchen, irgendwie dieses Gedicht aufzunehmen und daraus ein Video zu machen. Wir können uns so hier hinsetzen und vorlesen. Ist das geil? Es wird jetzt dunkel. Wir haben noch ein kleines Special hier drüben vorbereitet. Okay, chill, stopp. Boah, sieht das cool aus. Oh mein Gott. Rauchmelder. Oh, nö. Oh, saved. Nebel 9. Nein, der Nebel ist gut. Das reicht. Das ist viel zu viel. Trollt ihr, Alter? Oh mein Gott. Wir gehen wieder rein. Unter Weiden, nah am Bach, liegt ein Versteck, was Freude macht. Such dort, wo die Zeit verweilt und das Geheimnis sich offenbart und teilt. Wow! Boah, nee, no joke, ich glaube, wir haben was Gutes geschaffen. Guck mal, so können wir es machen, dass wir ganz langsam noch reingezoomt werden. Wir rennen raus. Das ist geil, Mann, das ist geil. Ich präsentiere euch, das hier ist das letzte Video. Auf das Video muss er kommen, da führen alle anderen Rätsel hin, die wir jetzt gleich designen werden. Und ich glaube, ich bin sehr happy damit. Ich glaube, es ist sehr, sehr geil geworden. Unter Weiden, nah am Bach, liegt ein Versteck, was Freude macht. Angel leise in der Hand, führt zum Schatz im Wunderland. Süße Träume, still und klar, zeigen dir, das Versteck ist nah. Folgt dem Flüstern, zart und blind, dort, wo Wasser und Blüten sind. Im Grün verborgen, still und sacht, hält das Versteck die Nacht. Such dort, wo die Zeit verweilt und das Geheimnis sich offenbart und teilt. Boah, das ist cool. Okay, das ist sick. Das ist sick, das ist sick. Guck mal, Titel ist das hier jetzt. Auch so ein bisschen creepy angelehnt. Checkt ihr? Dann müssen wir jetzt so die ganzen anderen Rätsel designen, die zu der ID von dem Video linken. Und das sind jetzt dann halt mehrere so kleine Sachen, die wir irgendwie machen müssen. Wir sind wieder am Brainstorm. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Sachen. Wir haben einmal das erste Rätsel. Wer hat das Ei geklaut? Woher hat er das Ei geklaut? Bastiger G, der erste Buchstabe davon ist ein B. Dann stellt Merles Base auf den Kopf, aber denk nicht zu groß, damit wir ein kleines U bekommen, weil Merles Base halt so ein Bogen ist. Jetzt brauchen wir ein C und ich bin mir nicht sicher, ob sich das ausgeht, aber, boah, das wäre krass. Ich würde gerne gucken, ob, na, niemals, ne? Oh, stell dir vor, also meine Idee ist, dass sich die meisten Craft-Attack-Teilnehmer diesen Anfangsbuchstaben teilen. Also, dass wir jetzt, wenn wir jetzt C nehmen, dann haben wir Karabas, Kars, Chef Strobel, Klim, Kroko sind 5. Aber das war es halt schon, ne? Aber gibt es einen, den es mehr gibt nochmal? 1, 2, das sind 2, 3. Oh, das sind auch 5. Nein, das sind 6. Oh, R. Es sind 6 Leute mit R. Goddammit. 7 mit R. 8 mit R. 9 mit R. Okay, R ist das Krasseste. Haben wir irgendwo ein R? Das wäre geil. Das wäre übercool. Nee. Ah, schade. Das wäre so cool gewesen. Okay, anderes Rätsel. Ich bin mir nicht sicher, ob Kroko auf Deutsch oder auf Englisch spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er auf Deutsch spielt. Ziemlich sicher sogar. Müssen wir vielleicht nachgucken. Aber wir haben bis jetzt ein großes B für Basti Gage. Merle Space auf den Kopf stellen mit U. Lichtgeschwindigkeit für ein kleines C. Dann werden wir einen Lodestone irgendwo machen, ne? Mit einem Kompass. Und auf diesen Kompass, also der zeigt einfach super weit Richtung Osten und dann hoffen wir, dass er 10.000 Blöcke weit läuft. Und am Ende steht da einfach nur, dass die Richtung das richtige Ding war. Jetzt brauchen wir eine 8. Und für die 8 gibt es gerade die Möglichkeit oder die Idee, dass wir Wurzelerde nehmen und davon einen Stack, sodass er die Wurzel aus diesem Stack ziehen muss. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das formulieren oder hinten können. Am liebsten würde ich einfach nur einen Stack Wurzel Erde da reinlegen, aber das ist zu abstrakt, da kommt man nicht drauf. Oder wir müssen halt irgendwie noch einen Text dazu schreiben oder so. Man sagt die Wurzel ziehen, ne? Und man kann ja die Wurzel hier auch rausziehen aus der Erde. Oder wir machen es einfach nur, also egal ob es Englisch oder Deutsch ist, es heißt einfach nur Rooted Dirt. Das Ding ist halt, es heißt nicht Root und Square Root, aber das ist zum Okay. Nee, ist nicht Square Root, ne? Man wurzelt seine in die Kiste. Nee, das ist zu easy. Aber wir könnten vielleicht sagen, eben ist gesucht eine Zahl. Und wir können das hin vielleicht einfach sowas geben wie, du musst die Wurzel ziehen. Und dann ist halt in der Kiste ein Stack
Rooted Dirt. Oder zieh mal dran. Mann, das ist aber super schwierig, weil wenn du dir das Rätsel selber ausdenkst, dann klingen Sachen intuitiv, aber da selber dann drauf zu kommen ist, draußen dämmert den Dorfbewohnern die Dunkelheit des Dunkelwaldes, doch Dichter dürfen denken, dass Drachen dagegen lenken. Wow! Ich glaube, wir haben die erste Outline von unserem Rätsel fertig. Oh, da machen wir den Lodestone richtig weit Richtung Osten. Und dann irgendwas dazu, dass halt der Weg, das Ziel war mäßig in die Richtung. 8 wird in der Erde vergraben. Da wollten wir eigentlich das andere Ding machen. Aber 8 machen wir einen Stack Rooted Dirt, also Wurzelerde. Und er muss praktisch die Wurzel aus 64 ziehen. Deswegen in der Erde ist vergraben, die Wurzel würde es dir sagen. Dann haben wir D, die Geistalliteration der Welt. Du die bringst durch das Dickicht der Drachenbasis, damit du durch Dias Dekadent durchstartest. Doch du denkst, Dagobert Duck darf das, dann denk dort dran, der Entdecker. Sehr gut. Dann haben wir N. Das ist ein bisschen tricky. Da ist Stickstoff gemeint. Jetzt wird die Luft langsam ganz schön knapp und trotzdem sind es erst 78%. Könnte tricky werden. Dann haben wir einen Unterstrich. Also ein Unterstrich einfach im Binär. Das machen wir mit Redstone-Lampen. Dann machen wir das Ende von Minecraft, weil es ein kleines T ist. Das Ende von Minecraft. Und ich glaube, das könnte wirklich super schwierig sein, weil man beim Ende von Minecraft nicht an Minecraft denkt, sondern an halt das End, den Ender Dragon, Void, irgendwie sowas in der Art. 7 bezieht sich wieder auf Stickstoff. Das hier ist auch gleichzeitig der 7. Buchstabe hier drin. Das heißt, wir haben hier 7, geordnet wird nach Zahlen, weil Stickstoff die Ordnungszahl 7 hat. Deswegen ist 7, 7 und 7 wird 7. Und das letzte ist das, was du gerade spielst, ist dann Minecraft. Und dann haben wir alle Zahlen davon fertig. Ich bin sehr gespannt. Ist er wo bei Basti? Wem? Wer besser? Stimmt, wem hast du das geklaut? Ja. Dann müssen wir das hier jetzt umsetzen. Boah, ich bin so gespannt, ey, wirklich. Ob das geil klappt oder ob die teilweise ein bisschen zu schwierig sind und so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Koko, Koko, Koko. Ich dachte, du hättest deine Lektion beim ersten Mal gelernt. Doch wieder wendest du dich gegen den König, unseren König. Das Ei wird zurückgekauft, doch deine Kassen sind leer. Löse alle 11 Rätsel und du bekommst deine Bezahlung. Doch je länger du brauchst, desto weniger ist übrig. Wir haben ja gesagt, wir ziehen immer ein bisschen was ab. That's it. Einführung. Wie es praktisch funktioniert, das werden wir bei allen so ein bisschen dazu schreiben. Gesucht werden immer einzelne Buchstaben, Zahlen oder Zeichen. Setz sie zusammen und du hältst einen Code zum letzten Rätsel. Diese Zeichen haben wir täglich hinter unserer Arbeit stehen. Das soll so ein kleiner Hint sein, so ein klitzekleiner Hint, dass man, also das halt um die YouTube-URL basically geht. Aber wenn irgendwas unklar ist oder so, dann kann ich Koko theoretisch immer noch ein bisschen helfen. Aber dann machen wir danach auf die nächste Seite das erste Rätsel. Und das soll ihn zu Basti führen. Im Loch selber gibt es dann das nächste Buch, das befindet sich hier unten. Da wird ihm dann gesagt, er soll Merle Space mal so richtig auf den Kopf stellen, aka das Ding hier. Wir haben immer dazu geschrieben, was gesucht wird, also ein kleiner Buchstabe, ein großer Buchstabe und so weiter. Dann sind wir hier oben und hier gibt es, das war heute ein bisschen zu schnell, aber damit hast du die ersten zwei Buchstaben. Dann geht es weiter mit Rätsel 3. Gesucht ist ein kleiner Buchstabe mit denen hier. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Und da wir da jetzt noch nicht weitermachen können, gibt es hier erst weiter, wenn er das gelöst hat. Dann kommt nämlich Rätsel 4.1. Reise fast so schnell in eine neue Dimension. Die Geschwindigkeit wird den Ort verraten, weil wir die Koordinaten hier nehmen und durch 8 teilen, damit wir die Nether-Chords bekommen. Also wir nehmen die Zahl, nehmen das als einzelne Koordinaten und teilen es durch 8, die Nether-Chords. Und da stellen wir dann eine Kiste mit einem Kompass auf. Und der Kompass zeigt auf einen Lodestone super weit irgendwo im Osten. Wir müssen jetzt auf Höhe 99. Warte, wir brauchen 299. Wir brauchen 37, 99 und 57. Okay, da müssen wir hin. Wir machen daneben unseren nächsten Lektoren. Geil. Oh, sick. Und dann nehmen wir jetzt einfach die Chords, die wir hier haben. Und man soll die wieder mal 8 nehmen. Also dann ist man halt bei den Overworld Chords wieder zurück, basically, you know? 2000 Blöcke weit weg, komplett Richtung Osten. Zack, der Gute ist jetzt hier drauf gelinkt. Und jetzt geht es wieder zurück. Das Ding in die Kiste zurückpacken. Oh, und ich brauche die Chords hiervon. Boah, aber die Chords in der Overworld wären krass. Weil eigentlich würde ich das nächste Rätsel gerne an den Chords hiervon in der Overworld bauen. Und das wären 2208, 98 und 57. Und da würde dann theoretisch das nächste Rätsel entstehen. Oh, und hier muss noch ein Buch mit dazu. Boah, er ist cool. No joke, der Kollege hier ist irgendwie ganz nice, dass der hier so chillt. Dann machen wir den nämlich ein bisschen weiter raus. Wir machen noch so einen kleinen Steg hier hin. Und das wird jetzt nämlich das nächste, bei dem es heißt, in der Erde ist es vergraben, die Wurzel wird es dir sagen. Weil die ganzen Dinger hier Rooted Dirt sind und eben Root, die Square Root, die Wurzel daraus, dass er die Wurzel von 64 nimmt, auch wenn er sie entwurzelt oder sowas in der Art. Ich glaube, das ist tricky, aber ich glaube, das kann auch ein sehr cooles Rätsel sein, wenn man es dann checkt. Und die Idee ist eben, dass er es abbauen muss. Er muss es nicht abbauen,
Aber es heißt ja, es ist in der Erde versteckt, deswegen wird es wahrscheinlich abbauen. Aber egal ob abbauen oder nicht, kommst du auf 64 und dann eben die Wurzel daraus sind 8. Und die Lösung dafür ist ebenfalls wieder 8. Dann geht es weiter zum nächsten. Und da sagen wir jetzt einfach nur, wo er hingehen muss. Das nächste ist nämlich unsere wunderschöne Alliteration, die wir geschrieben haben. Ich glaube, die ist sehr, sehr cool. Bin am Überlegen, ob es irgendwas gibt mit D, wo man vielleicht hin kann oder so. Und sonst sagen wir einfach, es soll mal ein Lager gehen oder sowas in der Art. Rätsel 6, gesucht ist ein kleiner Buchstabe. Welcher könnte es nur sein? Du, Dieb, drängst durch das Dickicht der Drachenbasis, damit du durch Dias Dekadent durchstartest. Doch du denkst, Dagobert Duck darf das, dann denk doch dran, Damn Dicker. Das ist es. Also das muss gecheckt werden. Ich finde, der ist einer der coolsten eigentlich. Aber der ist auch sehr obvious, to be honest. Der ist sehr obvious. Auch ohne das kleine Buchstabe sollte es sehr offensichtlich sein, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Safe. Das hier ist fast mein Favorite-Rätsel von allen. Das finde ich ehrlich cool. Das ist chillig. Das ist so simpel, aber gleichzeitig auch so cool irgendwie. Ja, I like it, I like it, I like it. Ab ins End. Mit einem neuen Lectern. Und da haben wir schon drin stehen. Rätsel 9. Gesucht ist ein kleiner Buchstabe. Das Ende von Minecraft. Das ist so obvious, aber gleichzeitig auch so schwer und gemein, weil ein kleines T damit gemeint ist. Das Ende von Minecraft. Aber er ist an dem End. Es ist das End. Es ist das Ende von Minecraft. Der Ender Dragon, die Credits, was auch immer. Ich glaube, das ist was, wo man sich krass drin verlieren kann, weil man nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool. Aber wir brauchen natürlich wieder einen Hint aufs nächste. Und das nächste Rätsel gibt es diesmal eigentlich dort, wo das siebte Rätsel war. Rätsel 10. Gesucht ist eine Ziffer. Geordnet wird nach Zahlen. Geil! Alter! Das letzte Rätsel findest du hinter der Kasse in deinem Shop. Sehr gut. Das letzte Rätsel. Denk an die Einführung und setze alle Buchstaben, Zahlen und Zeichen zusammen. Und ich werde dir verraten, wo deine Bezahlung liegt. Rätsel 11. Was spielst du gerade? Sehr einfaches Rätsel. Fast schon zu einfach. Boah, Junge, das ist so krass, ne? Eieieiei. Das ist tricky. Also er muss halt dahin schlagen, um das dann zu bekommen. Aber dann hat er hoffentlich im besten Fall alle Sachen zusammen, um die Video-ID zu bekommen. Und dann eben mit der Video-ID. Boah, das sieht so krass aus, ne? Ich hab ganz vergessen. Das ist so lange her mittlerweile. Alter. Und jetzt können wir den Schatz final bei uns in der Base verstecken. Und ich bin sehr gespannt, ob und wann Kroko das Ganze lösen wird. Also schaut da super gerne vorbei. Ich bin super gespannt, auch im Live. Denke, manche Rätsel sind vielleicht nicht so intuitiv und da muss man auf jeden Fall ein bisschen helfen. Deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht sogar mithelfen werde oder die Zuschauer oder ihr oder was auch immer. Wir werden sehen. Aber ich werde jetzt den Schatz final in den Kisten verstecken. Wir gehen nochmal am Ende alles durch, damit ihr nochmal alles auf dem Schirm habt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr es findet. Vielleicht gibt es irgendwann mal so ein Rätsel für euch mit was Besonderem, wo ihr drauf kommen könnt. Aber das wird dann um einiges schwieriger als das hier. Das hier kann ich euch versprechen.